Die drei größten Fehler, die du als Unternehmer machen kannst, werden wir uns in diesem Video anschauen und werden uns anschauen, was du konkret dagegen tun kannst. Herzlich willkommen jetzt im Video. Mein Name ist Alex. Marvin ist auch dabei. Hallo. Und wir schauen uns jetzt mal die drei größten Fehler an, die du als Unternehmer tatsächlich machen kannst. Und ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt damit. Der erste Fehler ist, geht in der Kalkulation los, beziehungsweise daran los, was für Kunden du annimmst. Das haben wir immer wieder festgestellt, dass viele Handwerksbetriebe können einfach auf keinen grünen Zweig kommen, weil die Aufträge, die sie annehmen, schlecht kalkuliert sind, viel zu niedrig kalkuliert sind. Und die Kunden, die sie damit auch immer weiter anziehen, weil klar, wenn ich einen Kunden einmal gewinne, dann empfiehlt er mich auch an Leute, die wie er sind, weiter. Kann so ein Unternehmen niemals wachsen. Ne? So ein ganz klassisches Beispiel, der Inhaber, noch zwei Leute, Inhaber ist komplett ausgelastet die ganze Zeit, die zwei Leute sind auch komplett ausgelastet, aber es fehlt das Geld, eine dritte Person sich leisten zu können. Warum? Er kalkuliert eigentlich ganz gut, aber es passieren immer noch mehr Fehler, als eigentlich eingeplant waren. Also kalkuliert er trotzdem dann scheinbar nicht gut, wenn man das so betrachtet im Nachgang. Und hat einfach keine Möglichkeit zu wachsen, hat keine Möglichkeit irgendwie Rücklagen zu bilden, weil einfach die Kalkulation immer so ist, dass er gerade auf plus minus null rauskommt, sich sein Gehalt irgendwie auszahlen kann, aber niemals weiter wachsen kann. Ganz typisches Problem, ganz großes Problem auch, wenn die Aufträge schon schlecht kalkuliert sind, kann es danach nicht klappen, egal wie gut du bist, egal was du tust. Ja, das geht auch mit dem Thema Positionierung einher, meiner Meinung nach, weil du solltest halt als Unternehmen auch für eine bestimmte Kategorie stehen, im Idealfall nicht nur eine Kategorie, sondern auch in dieser Kategorie eine ganz spezielles Segment. Ne? Ja. Also was machst du jetzt ganz genau? Machst du Küchen oder machst du Premium-Küchen? Ja. Ne? Oder machst du Marmor, machst du Küchen mit Marmorplatten und so weiter. Ja. Ne? Also du solltest halt auch da für etwas stehen, weil das auch einfach dazu führt, dass du ja im Markt noch besser wahrgenommen werden kannst. Ja? Also wenn du sozusagen in der Bauchladen bist und alles Mögliche anbietest, dann ist das meiner Meinung nach auch ein Riesenfehler. Ne? Ja. Ist es auch. Viele denken ja immer, ja, ich habe mehrere Standbeine, um mich breit aufzustellen. Ja. Aber ja, wer breit steht, steht halt nicht hoch. Und ja. Im Endeffekt geht es uns ja darum, dass wir ein Standbein richtig stabil machen, dass wir auch durch eine Krise durchkommen und nicht, dass wir uns gerade so retten können, weil wir das zweite Standbein noch so als Anker haben, sondern dass man wirklich halt gut durch die Zeiten durchkommt. Ja. Und das klappt halt nur, wenn du positioniert bist. Ja, und du bist dann halt in der Region der Experte für genau dieses eine Thema. Ja. Und dadurch kommen dann auch genau die richtigen Leute zu dir und sind auch bereit, höhere Preise zu zahlen, als sie es bereit sind, bei jemandem zu zahlen, der vielleicht alles macht. Ne? Exakt. Du hast mehr Marge wieder raus und kannst wieder mehr in Wachstum investieren. Also erster Fehler ist wirklich bei dem Thema Angeboten, ja, dass man da einfach nicht richtig drauf achtet. Der zweite Fehler ist tatsächlich im Personalbereich, nämlich die erstbeste Person einzustellen. Ein guter Mitarbeiter kann Millionen von Euro bringen. Schlechter kann Millionen von Euro kosten, über Jahre gesehen natürlich. Und entsprechend sollte auch die Auswahl sein. Das große Problem ist natürlich, dass die meisten gar nicht die Auswahl haben, sondern dass sie sagen, ich habe halt im Jahr meine drei Bewerber und da muss ich einen von nehmen, weil sonst die Person, die in Rente geht, kriege ich nicht ersetzt, ne? Und dann habe ich ein Problem. Und dann nehmen die lieber einen schlechten Mitarbeiter, obwohl die genau wissen, der kostet mehr Geld, als er bringt, weil dann zumindest die anderen nicht überlastet sind und vielleicht auch noch gehen. Denken zumindest nicht überlastet zu sein, die müssen seine Fehler trotzdem ausbügeln, letzten Endes. Das ist ein Thema, was wir ganz oft erleben und das hängt einfach damit zusammen, dass die Leute das Thema dann irgendwie doch nicht ernst genug nehmen, dafür Geld auszugeben tatsächlich. Tatsächlich einfach mal in Leute, in Mitarbeiter, in gute Mitarbeiter Geld zu investieren, in Werbung zu investieren. Ich meine, wir als A&M, wir kriegen im Monat, ich würde sagen, über 100 Bewerbungen und trotzdem investieren wir Geld in Werbung. Warum? Ja, ganz einfach, weil wir wissen, dass dieses Geld, was wir da investieren, wenn wir dafür eine gute Person finden, wir mit der in ein, zwei Monaten schon wieder drin haben, vielleicht sogar noch schneller. Und das ist einfach eine Sache, die sollte sich jeder Unternehmer irgendwo als Grundgedanken im Kopf behalten. Haben aber gerade im Handwerk ganz wenige. Ne, die sagen lieber, dann spare ich nochmal die 2.000, 3.000 Euro oder 4.000 Euro von mir, was so eine Kampagne dann vielleicht mal kostet, eine vernünftige zu machen. Ja. Wenn man dann mal sagt, noch ein bisschen Werbebudget wieder draufgeschmissen und dann kriegt man da auch schon ein paar gute Leute. Sagen, ja, nee, ich nehme lieber die paar Leute, die von Agentur für Arbeit noch kommen, weil da spare ich mir das Geld. Und du weißt ja auch nicht, ob der andere dann gut ist, der kommt. Ja, du weißt aber, dass der jetzt das auf jeden Fall nicht gut ist. Du brauchst eigentlich, selbst wenn du selbst wenn du keinen aktuellen Bedarf hast an Mitarbeitern, brauchst du trotzdem immer Leute, die sich bei dir bewerben, weil es kann auch einfach mal sein, dass jemand aus deiner Firma abgeworben wird von einem Unternehmen, was einfach irgendwie interessanter ist, vielleicht in einem anderen Bereich tätig ist, vielleicht mehr Geld zahlt, vielleicht mehr Weiterbildungschancen hat und so weiter. Und dadurch kann es halt einfach passieren, dass diese Person weggeht und dann, ja, wenn du dann gar nichts hast und dir auch keinen Ruf sozusagen in der Region irgendwie aufgebaut hast als coole Firma, dann wird es halt schwer, diese Person schnell zu ersetzen. Ja. Ne? Ja, definitiv. Das ist ein Problem, wo viele dann erst anfangen, was gegen zu tun, wenn es zu spät ist. Genau. Und dann ist es halt zu spät und dann geht vielleicht noch eine Person noch rein und dann kann der Laden zugemacht werden. Oder man arbeitet halt noch mit der Hälfte der Leute und redet sich ein, dass man jetzt ja auch absolut weniger Arbeit und mehr Gewinn hat, obwohl man, wenn man es schlau aufgestellt hätte, das uns auch gehabt hätte. Ja. Und das dritte Thema ist, zu lasch mit Fehlern umzugehen tatsächlich. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass du jedes Mal Leute anschreien sollst, wenn sie Fehler machen. Das heißt aber, dass viele den Fehler hinnehmen, sagen, der Fehler ist passiert, richtig blöd, die rasten vielleicht sogar raus, ja, so eine Scheiße wieder passiert, ne? Lösen das,
aber unternehmen keine Maßnahmen, dass in Zukunft der Fehler nicht nochmal passiert. Mhm. Und das ist halt irgendwo schizophren, weil auf der einen Seite rege ich mich mega drüber auf, dass passiert ist, mache auf der anderen Seite nichts dagegen, dass er wieder passieren könnte. Und dazu kommt, gut, mir fehlen als Unternehmer oftmals auch die Mittel, was zu tun. Ne, ich denke mir vielleicht, okay, wäre cool, ja, wenn das nicht mehr passieren würde, aber wie soll ich es machen? Ne, ich habe keine Möglichkeit, ich sehe keine Möglichkeit, was kann ich tun? Wissen viele gar nicht. Mhm. Und das ist so das dritte große Thema, wo man sagt, wenn man bei jedem Fehler eine Kleinigkeit dazulernt, auch eine Kalkulation kann ein Fehler sein, auch eine falsche Einstellung kann ein Fehler sein, by the way. Das heißt, es beinhaltet die ersten beiden Punkte mit, wenn man es wirklich weit auslegt. Wenn man da jedes Mal was tut, dann kann man ein richtig stabiles Unternehmen aufbauen, was mit guter Kalkulation gute Leute gewinnt und dann wirklich stabil auch in einer schwierigen Zeit einfach durchkommt, stabile Umsätze fährt, stabile Gewinne fährt. Mhm. Genau so soll es am Ende gehen. Also wenn du diese drei Punkte immer auf dem Schirm hast, Kalkulation muss gut passen, investier Geld in Recruiting, in HR und kümmere dich darum, dass Fehler, die passieren, nicht nochmal passieren. Dann gehörst du wahrscheinlich schon zu den Top 1% der Unternehmen in Deutschland. Weil die meisten machen sich bei keiner der drei Sachen wirklich Gedanken. Manche bei ein oder zwei, aber die wenigsten bei allen drei Sachen. Ne? Von daher werden zu den einzelnen Themen natürlich auch noch einzelne Videos machen in Zukunft, das ist klar. Also abonniere den Kanal auf jeden Fall, dass du nichts verpasst. Lass einen Daumen nach oben da, ne? Und kommentiere gerne, wenn du irgendwelche Fragen hast. Und wenn du sagst, du möchtest eine kostenfreie Beratung machen zu einem der drei Themen, dann melde dich gerne bei uns auf der Webseite www.einwindeswarte.de. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.